Flower Power und San Francisco Feeling, auch wenn das Mobil ein echter Franzose ist. Alle Stoffe hier am Fenster, auf den Sitzbänken und vor der Tür sind individuell gestaltet, gespiegelt gedruckt und dann auf Textilien transferiert. Robust, haltbar und farbgetreu. Jedes abgewetzte Interieur kann so zum neuwertigen Wohnbereich werden, auch wenn die 35 PS dieses Renaults weiterhin von gestern sind. Ein Unternehmen für digitale Textildrucksysteme hat zusammen mit der Hochschule Niederrhein Designs entwickelt und das Showcar auf die Messe Heimtextil gebracht. Das ist ein mobiles Haus. Wir haben also Mobile Textile, Bedwear, Kitchenwear, wir haben die Campingwear, Campingstühle, alles ist Textil. Und warum sollte man das nicht mal individuell gestalten? Und dann haben wir mit der Hochschule Niederrhein ein Projekt gestartet mit 11 Studierenden zusammen, wurde das sehr, sehr schnell umgesetzt und das Ergebnis präsentieren wir hier. Ebenfalls gedruckt ist diese Heiztapete. 24 Volt werden durch mineralhaltige Farbe geleitet. Der Widerstand erzeugt dann Wärme. So können Heizkörper ersetzt oder die Installation von Fußbodenheizung vermieden werden. Die Tapete kann nachhaltig mit Photovoltaik oder anderem Ökostrom betrieben werden. Hält ein Gebäudeleben lang, selbst wenn Schrauben oder Nägel durchgejagt werden. Es ist grundsätzlich auch eine Art Background-Fleece, der für die Vorarbeitung von Untergründen genommen wird. Und darauf können Sie dann aber alle Tapeten, die Sie irgendwo auch in 5 Jahren mal wieder wechseln wollen, drauf verarbeiten. Weil letztendlich ist es ja eine technische Installation, die auch so lange halten soll, wie das Gebäude lebt und nicht wie das Dekor, was drauf soll. Weniger digital, dafür umso mehr im Zeitgeist, diese Textilien von Neutex. Hergestellt aus Garn von OceanSafe, das Schweizer Unternehmen garantiert nach dem Stoffleben die 100%ige Abbaubarkeit ohne Mikroplastik oder Giftstoffe. Echtes Kreislaufrecycling ist außerdem möglich. Ein Lichtblick für die Textilindustrie, weltweit immerhin verantwortlich für knapp 1/3 des Mikroplastiks in Ozeanen. Noch, denn auf der Heimtextil in Frankfurt ist erkennbar, Lösungen gibt es, sie müssen nur genutzt werden.